sagt er noch, die selbst mit Orks verkehren. Manche sagen, es seien Quellenmagier, aber das sagen die Leute heutzutage über jeden, der sich etwas seltsam verhält. Ich weiß nicht so genau, was ich mit diesen Neuigkeiten anfangen soll, aber ich danke euch, dass ihr mich unterrichtet habt. Es wäre weise, einen solch merkwürdigen Vorfall nicht einfach so abzutun. Ich darf mal wieder antworten. Von dem, was ich so gesehen und gehört habe, war dies nicht das erste Mal, dass ihr ein Problem mit marodierenden Orks hattet. Unglücklicherweise ist das absolut korrekt. Die Ork-Belagerung ist nur ein weiteres Fellknäuel im bereits würgenden Rachen dieser Stadt. Und es gibt kein Zeichen der Besserung. Wir haben den westlichen Strand abgeriegelt, von wo die meiste Ork-Aktivität gemeldet wurde. Bei meinen 7 Leben, ich weiß nicht, was dort wirklich vor sich geht. Am Wasser gibt es nichts von Interesse, außer einigen Höhlen. Mit einem schlechten Ruf. Aha. Vielleicht sind sie hinter einem erfundenen Piratenschatz her, die Narren. Ha. Ich bin da mal weg. Ich bin froh, euch kennengelernt zu haben, Quellenjäger. Und ich bin mir sicher, es gibt noch viel mehr, über das wir sprechen müssen. Besucht mich, wann immer ihr möchtet. Ich habe mir in der Kaserne der Legion ein Labor mit Werkstatt eingerichtet. Oh, der rettet aber viel, ey. Wenn ihr dort angekommen seid, nehmt die Treppe, aber stattet Aureus zuerst einen Besuch ab. Er schreit vielleicht herum wie ein Beagle, aber seinen Schwanz in der Tür eingeklemmt hat. Der seinen Schwanz in der Tür eingeklemmt hat. Aber ihr werdet mit euren Untersuchungen nicht weit kommen, ohne mit dem wahren Anführer von Ziseal zu sprechen. Ich wünsche euch Glück, Jäger. Mögen sich eure Feinde als Mäuse und ihr als furchtlose Mäusefänger herausstellen. Also Katzen. Mann, Mann. Uiuiui. Okay, hier steht, ich soll L drücken. Ah, mein Tagebuch. Ein mysteriöser Mord. Der Zauberer begrüßte uns und bat uns, ihn über der Kaserne zu treffen und die weitere bla bla, ja. Okay, ich verstehe. Dorfbewohner befragen. Stimmt, was ist eigentlich mit dem Klippenspringer da? Klippenspringer. Ja, dieser Typ, der wegen Statuen von der Klippe gesprungen ist. Nichts. Was soll mit dem sein? Ja, das ist noch eine offene Quest scheinbar. Okay, was sollen wir da machen? Das weiß ich nicht. Die Klippe finden? Oh, da hinten, hinter der Wand gibt's einen Marius. Tagebuch. Mit einem mysteriösen Mord. Was ist denn das? Reiter des Quellenjägers. Oh, nee, keine Ahnung. Das sieht mir nicht gut aus. Hier ist ja schon, sieht schon schick aus hier. Hast du nicht vorhin mit einem Marius schon gesprochen? Nicht, dass ich wüsste. Ah, hier ist wahrscheinlich der Hafen, wo das Schiff brennt. Ja, was ist das? Okay, werde hier angesprochen, wenn du da reingehst. Du? Ja. Du stehst doch noch da vorne rum. Ja, ich weiß. Aber du bist Ringgang und dann kam bei mir Dialogfeld. Okay. Bei einem Sympathie, Boendal oder irgendwas stand Dominus 5 bei diesem komischen Bürger, falls du das gesehen hast. Nee, irgendwie. Bürger sagt jedenfalls. Schöner Bart hatte. Wisst ihr was? Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Wenn man euch erwischt, werfen euch die Wachen ins Gefängnis, bis ihr verfault. Aha, und für das zu sagen, hat er Dialogfeld gebraucht. Mann! Ach so, jetzt verstehe ich, warum er das macht. Jetzt habe ich schon minus 15 Sympathie. Weil ich wollte dort in der Hammer aufheben. Oh. Bank. Und dann scheißt er mich, oh, dass ich sowas klau. Okay. Komisch. Wo bist du denn jetzt? Ah, hier, Glücksfund. Wie toll.
Hast du irgendwas Wassermäßiges? Wassermäßiges? Nö. Ich habe Schriftrolle des Regens, das könnte helfen. Wo bist du? Hier hinne. Ich hab dem wohl irgendwie Pfeilspitze geschickt. Okay. Bist du auf dem Schiff, hast du... Ah ne, warte mal, bis du voll aufs Schiff gehst. Ja, bevor sie irgendwas wieder gibt. Ja, richtig. Sag mal hier, Schriftrolle des Regens, genau. Erzeugt Wasserflächen. Moment, bevor ich die benutze, speichere ich hier mal, sonst benutze ich sie ja noch falsch. Das will ich nicht. Ah, sehr schön. Das ist alles nass. Und ich habe das Schiff gerettet. Cool. Hast du jetzt Sympathiepunkte gekriegt? Weiß ich nicht, wo sehe ich das? Das steht als über deine Bürger. Ja, okay, niemand, aber ich habe Ruf plus eins, ebenso wie du. Ich habe auf jeden Fall bei jedem Bürger Sympathie. Ah ja. Ahoi Seemann, wie bekommt euch die frische Meeresluft von Cisial? Erzähl mir von dir. Ich heiße Konrad. Aha, er ist zwar mit C geschrieben, aber im Dialog schreibt er sich selbst mit K. Das ist sehr toll. Händler, Kapitän und Nautikexperte. Die Leute in Andaval wissen, dass sie sich an den alten Konrad wenden müssen, wenn es um außergewöhnliche Importe und magische Gegenstände geht. Was denkt ihr über diesen Angriff auf den Hafen? Diese Orks müssen ihren barbarischen Verstand verloren haben, dass sie eine Stadt angreifen, in der ein großer Zauberer lebt. Ich muss allerdings gestehen, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben. Ich sage euch, ich würde so ein Himmelfahrtskommando nur dann wagen, wenn mein Ziel etwas wäre, für das es sich zu sterben lohnt. Ich bin dann mal weg. Oh ja, der Seemann, der kann aber viel reden. Ihr steckt wie wir in dieser Sackgasse von einer Stadt fest, oder? Was ist mit dem brennenden Schiff? Das war eine schnelle Reaktion. Vielen Dank von uns Seeleuten. Ah. Das war ein heftiger Angriff auf den Hafen. Wahnsinn, ich dachte, die Sache mit diesen Sumpfkreaturen hätte sich vor 2 Wochen erledigt. Aber keine von ihnen hat sich an die Tidenspalte herangewagt. Erzähl mir von dir. Was ist mit euch, Trockenknochen? Hä? Okay. Erzähl mir etwas über Cisial. Diese Strände wären ziemlich schön, wenn diese Schiffswracks und Orkleichen nicht wären, die hier umherliegen, oder? Die sanfte Brise, der weiße Sand. Ich kann verstehen, weshalb die Cisilianer in besseren Zeiten ziemlich stolz auf ihre Heimatstadt waren. Was wisst ihr über die Untotenplage? Was für eine scheußliche kleine Ecke von Rivellon diese Stadt nur geworden ist. Umgeben von totem Fleisch, das stark genug ist, um Stahl und Magie zu schwingen. So ein Gegner kann man nicht töten. Man kann ihn nur mit aller Macht aufhalten und zum Glück war es genau das, was die Einheimischen auch früh genug erkannt haben. Aber erst nach anfangs entsetzlichen Verlusten. Könnt ihr mir mehr über die Angriffe aus dem Hafen erzählen? Dieses brennende Schiff? Stellt euch das 1000-mal schlimmer vor. Es war, als ob die 7 höchstpersönlich die Apokalypse über unsere Küste ausgelöst haben. Könnt ihr mir etwas über die Orks erzählen? Orks haben den Cisilianern damals ziemliche Schwierigkeiten bereitet. Ich persönlich glaube ja nicht, dass alles so schlecht wäre, wenn die Orks etwas Macht in Rivellon erlangen würden. Wäre nicht das Übelste in der Welt, dem staubigen alten Mann, der über diesen Ort herrscht, zu zeigen, zu was eine matriarchalische Gesellschaft imstande ist. Und es gibt nichts Schrecklicheres als eine Ork-Königin, die den Hauch einer Gelegenheit erkennt. Ah, die Königin der Orks. Oh Gott, hier sind sehr viele Leute, die reden wollen. Bla bla, so ein Schiff hat auch eine Seele, ja. Wer weiß schon, ob es wirklich vorbei ist. Diese verdammten Orks schicken uns eine fiese Überraschung nach der anderen. Ja. Ziemlich schlecht.
Über was soll man die Bürger ausfragen? Keine Ahnung. Ah, zu dem Mord. Okay, irgendwie. Ist ja doch langweilig zu labern. Wenn nichts Besonderes ist. So. Was gibt's da hinten so Tolles? Ich habe dir immer noch eine Angelrute geschickt und ich habe hier noch zwei Pfeilspitzen, die ich dir noch schicke. Hast du hier eine Idee, wie ich an diese Truhe herankomme? Truhe, was für Truhe? Ja, Moment. So, mehr irgendwie nicht. Meinst du, man kommt da dran? Bestimmt irgendwie, weil ich meine, vielleicht das Seil hier durchschneiden oder so. Ich dachte sogar mal irgendwas da in der Art in einem Video gesehen zu haben. Hm. Ja, das betreibst du für Sachen. Mein Hund. Ah, sehr gut. Okay. Okay, naja, ich werde es noch herausfinden. Sieht ja echt komisch aus, wenn er da ausgebreitet kommt. Warum ist meiner so dunkel? Ja, das weiß ich nicht. Sieht echt abartig aus irgendwie. Immerhin. Was? Hier habe ich vorhin versucht, Hammer aufzuheben. Also ja, gut, das ist ja schon eine rote Hand, ja. Das ist dann wohl böse. Vielleicht sollte ich mich als Dieb lehren lassen. Oh je. Was habt ihr über den Mord gehört? Oh. Jetzt meldet sich auch noch Fressenbuch. Zuckerdoppel. Ein schreckliches Verbrechen. Ratsmitglied Jake war selbst aus Tysia geboren, aufgewachsen. Ich bin davon überzeugt, dass ein intrigantes Weib natürlich eine Fremde damit zu tun hat. Ja, gut, toll. Nicht viel. Das intrigante Weib wird verdächtig. Ich kann leider noch nicht mit Tieren reden. Schade. Ja. Da gibt es ein Lagerhaustor, wollen wir da mal durch? Ja, da bin ich schon auf dem Weg. Sieht toll aus. Okay. So viele Menschen. Okay, Horatius. Behaltet eure Scherze für euch. Was treibt ihr in diesem Lagerhaus? Schnüffelt ihr hier herum? Ich bin da mal weg. Seid gegrüßt, Quellenjäger, ich verstehe. Ich bin Feldwebel Curtius, stolzer Beschützer dieses Lagerhauses der Legion. Was genau befindet sich in diesem Raum? Okay, toll. Nichts Interessantes. Hier darf man Geholzkisch, okay, nichts auffassen. Nicht mal die Türen darf man öffnen. Mann, das ist Aber jetzt hier ein. kommt man zu komischen verzauberten Orken und zu Marius. Wo bist du? Ich bin hier unten, Richtung Süden, glaube ich. Unten Richtung Süden.